Patrick, du hast das neue EU-Gesetz zur politischen Werbung mitverhandelt. Das wurde jetzt ja angenommen. Wird die Europawahl jetzt tatsächlich fairer? Naja, es soll erst ab nächstem Jahr gelten. Also für die Europawahl in diesem Jahr gilt es noch nicht. Und auch dann ist das Problem, dass politische Werbung im Internet so platziert wird, dass Hetze oder auch Falschinformationen gezielt an Personen ausgespielt werden, von denen man aufgrund von Überwachung ihres Nutzungsverhaltens genau weiß, das triggert die, das passt bei denen, das entspricht ihren Ängsten, ihren Sorgen, ihren Vorlieben. Und damit kann man wirklich Menschen aufhetzen oder auch manipulieren in eine bestimmte Richtung. Deswegen ist das ganz gefährlich für eine Demokratie. Das haben wir gesehen in den USA, wo das eingesetzt wurde, oder bei der Brexit-Abstimmung, dass da wirklich gezielt Wahlen manipuliert werden können, wenn man dazu dieses umfassende Wissen über Menschen gebrauchen kann. Und leider soll diese Praxis im Grunde genommen weitergehen dürfen. Wir sind damit gescheitert, als Europäisches Parlament dem Einhalt zu gebieten. Was wir immerhin noch rausholen konnten in den Verhandlungen war, wenn die Nutzer gefragt werden, wollt ihr das oder nicht, dann dürfen sie nicht mit diesen ständigen Cookie-Bannern belästigt werden, wenn man schon im Browser eingestellt hat, ich möchte keine Überwachungswerbung sehen. Und außerdem darf man auch nicht ganz ausgesperrt werden von einem Internetportal, einem sozialen Plattform, wenn man Nein sagt. Also es darf keine sogenannten Tracking-Walls geben. Also ein kleiner Fortschritt, aber kein Ende der Manipulation von Wahlen leider. Mhm.